In einem meiner letzten Videos habe ich die steile These aufgestellt, dass man mindestens 2 GB RAM braucht, wenn man heute noch einen Desktop-PC betreiben will. Das sind auch die Mindestanforderungen, die Windows-Betriebssysteme mitbringen. Und bei Lubuntu, das eigentlich damit wirbt, mit wenig RAM auszukommen, habe ich zumindest beim Öffnen des Browsers ähnliche Erfahrungen gemacht. Jetzt hat mich aber ein Nutzer korrekterweise darauf hingewiesen, dass es einen Browser gibt, der heißt Midori und der würde mit weniger RAM auskommen. Ich mache jetzt noch ein Beispiel. Ich starte jetzt nochmal für die, die das andere Video nicht gesehen haben. Ich starte jetzt einfach mal den Firefox und ich kann euch schon versprechen, dass sich das System wahrscheinlich komplett aufhängt. Was ihr hier jetzt seht, ist so eine Art Task Manager. HTOP heißt der hier in Linux und der zeigt die RAM-Auslastung zum Beispiel an. Und ich starte jetzt mal Firefox. Man sieht, dass er startet. Und ohne, dass ich jetzt eine Seite geöffnet habe, erstens sieht man, dass die CPU-Auslastung hochgeht und gleichzeitig ist der RAM ziemlich voll. So, das ist jetzt quasi der Dauerzustand, ohne dass ich eine Website geöffnet habe, dass ja, der PC quasi nur durch Öffnen des Firefox schon unbenutzbar wird. Eine Webseite aufmachen ist jetzt in dem Fall sowieso überhaupt nicht zu denken. Deshalb würde ich den jetzt mal zumachen und ihr glaubt mir, dass das wohl nichts wird mit dem Firefox. Ihr seht schon, ich kann den nicht mal mehr verschieben. Ich kann aber hier X machen und wenn das auch nichts mehr hilft, doch das hilft jetzt was, hätte ich den hier noch wegkillen können. Okay, ihr seht jetzt, alles wieder gut. RAM runter, CPU runter. Jetzt habe ich Midori schon mal vorinstalliert. Kann man über die Paketverwaltung installieren. Starte ich jetzt einfach mal und zack, er ist da. Also das ist jetzt schon mal Nummer 1. Er lässt sich schon mal direkt starten. Jetzt hat er noch die Google-Suche von letztem Mal drin und man sieht schon, dass er da ein bisschen Performance braucht. Ja, gut, lassen wir das mal so stehen. Ich gehe jetzt mal auf meine Webseite zum Beispiel und ich kann schon mal spoilern, die ist ein bisschen optimiert, dass sie gut performt. Dass sie einfach bei den Google-Suchen auch immer ja, gut dabei ist, weil Google halt eben auf Performance achtet. Und da sieht man schon mal, dass der relativ wenig RAM jetzt dazu gewonnen hat. Also der Firefox hat schon durchs Öffnen allein viel mehr RAM gebraucht. Hier kann ich sogar eine Seite laden und habe noch weniger RAM. Also von daher war der Tipp mit dem Midori schon mal gut. Hier oben seht ihr auch, dass ich den Adblocker schon mal angemacht habe. Das geht hier unter Einstellungen, Preferences und Extensions. Kann man es einfach einschalten. So, das ist das eine. Jetzt ist aber die Frage, und das habe ich im letzten Video gezeigt, wo ich behauptet habe, es geht nicht. Ich mache mal spiegel.de auf. Nur eine Seite jetzt. Ne? Also UsefulWid geht so und spiegel.de geht auf. Ja, was wir hier sehen, ist im Grunde der gleiche Effekt, den wir dann mit Firefox hatten. Gut, beim Firefox schon beim Start ohne Seite, jetzt bei Midori mit Seite. Dass das wohl nicht so richtig benutzbar sein wird. Und jetzt ist das schon die, ja, mit die Version, wo die Werbung einfach entfernt ist. Also selbst damit kommt er absolut an seine Grenzen. Gut, also egal, ob der jetzt noch lädt oder nicht, als benutzbar würde ich das Ganze jetzt nicht einstufen. Jetzt will ich euch aber was anderes zeigen, und zwar 3 Seiten, die ich kenne, würde ich mal versuchen zu öffnen. Ja, jetzt bin ich schon wieder im kompletten Freeze gelandet. Also die Aufzeichnung läuft noch, aber ich sehe schon, da geht nichts mehr. Also ich muss ihn jetzt wieder mal abschießen, hat keinen Wert. Jetzt könnte man ja sagen, naja, es liegt am Spiegel, ist einfach eine schlecht designte Seite, wie auch immer, ist überladen, man kann das aber trotzdem benutzen. Naja, ich gehe jetzt mal auf 3 Seiten, die alle einzeln gut funktionieren, alle mit WordPress gebaut sind und alle bei Hetzner liegen, wer hätte das gedacht? So, das sind die 3 und wenn ich jetzt den 3. aufmache, wird es schon langsam kritisch. Der hat auch ziemlich lange, wie ihr seht. Springe ich mal und die Performance bricht einfach ein. Also jetzt hängt er auch wieder komplett. Naja, also was ich damit sagen will, mit 3 kleinen Seiten, die alle einzeln gut performen würden, ist er schon wieder überfordert. Also unter Benutzbarkeit verstehe ich halt was anderes. So, ich kill den jetzt weg. Eine andere Frage, die ich jetzt aber noch beantworten will, ist, kann man denn Office-Programme damit benutzen? Ich mache es jetzt mal nur mit dem Word-Ersatz hier, LibreOffice Writer. Ja, geht. Also Office-Programme geht, die sind also schlank programmiert, wie mir das aussieht. Die brauchen jetzt also nicht übermäßig Performance. Ja, aber sobald es ins Internet geht, ist es vorbei mit 1 GB RAM.